Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und ich habe hier heute Acer-Netzteile. Da zeige ich euch anhand der Farbe des Steckers, wie ihr das richtige Netzteil für euer Notebook bestimmt. Grundlegend gibt es erstmal zu sagen, dass es im Prinzip fünf verschiedene runde Steckertypen gibt bei Acer und dann halt noch die USB-Netzteile, also Micro-USB und USB-C, die lassen wir jetzt aber mal außen vor. Fangen wir mal hier mit dem Standardstecker eigentlich an. Der ist für 5,5 1,7 mm Strombuchse. Da sind die kleinen Netzteile, also 40 oder 45 Watt, die sind schwarz. Dann 65 Watt sind gelb, 90 Watt blau, 135 Watt lila, 180 Watt rot. Dazu muss man sagen, die Strombuchse von den Notebooks haben jeweils die gleiche Farbe. Das heißt, man kann es also relativ gut identifizieren. Dann gab es früher mal noch Orange. Das ist mittlerweile eigentlich fast ausgestorben. Das ist auch ein 135 Watt Netzteil, ist für den 2,5 mm Innenstift und 5,5 mm Außendurchmesser wie die andere auch. Wenn wir dann weitergehen, gibt es für die großen Gaming-Laptops, die Predator, größere Netzteile. Die haben außen 7,4 mm, innen 5 mm Durchmesser mit Innenstift im Stecker. Da gibt es das 330 Watt Netzteil, das ist schwarz, ebenso das 230 Watt Netzteil. Und dann gibt es da noch das 180 Watt Netzteil, das ist wieder rot, genauso wie beim 180 Watt Netzteil mit dem Standardstecker. Dann haben wir hier noch zwei All-in-One Netzteile, die haben den gleichen Stecker wie die für die Predator, nur ist da kein Innenstift, wenn man das jetzt mal vergleicht. Das eine hatte Innenstift, das andere nicht. Ich weiß nicht, ob man es im Video gut sieht, man kann es vielleicht erahnen. Dann haben wir hier noch kleine Stecker, die haben außer 3 mm und innen 1 mm. Die sind hauptsächlich für die Ultrabooks, Tablets, Convertibles, also Swift oder Spin-Serie. Die gibt es dann auch wieder 65 Watt, wie beim Standardnetzteil in Gelb und 45 Watt in Schwarz. Da sehen wir auch zwei verschiedene Bauformen. Einige andere Netzteile gibt es auch noch in anderer Bauformen. Dann gibt es sie auch noch in Weiß. Viele von den Netzteilen. Ja, das war so das Wichtigste zu den ganzen verschiedenen Netzteilen. Wenn euch das Video hilft oder gefallen hat, dann würden wir uns über ein Like, einen Kommentar oder ein Abo freuen. Dann wünsche ich euch viel Erfolg beim richtigen Netzteil aussuchen. Bis zum nächsten Mal.